Elfter Spieltag in der Penny DL. Spitzenspiel zwischen den Kölner Haien, Platz 2, und den Eisbären Berlin, Platz 5. Gut besuchte Lanxess Arena, 16.500 Zuschauer wollen sich das Spitzenspiel des Tages anschauen. Uwe Krupp und Serge Aubin rechnen mit einem schnellen, mit einem physisch geführten Spiel. Rein in die Partie, zweite Spielminute, gleich eine gute Chance für die Kölner Haie. Vorbereitet von Tim Wohlgemuth und dann auch abgeschlossen. Zweimal gleich von Tim Wohlgemuth und die Scheibe landet da auch gleich zweimal in Folge am Pfosten. Glück für Jake Hildebrand im Tor der Eisbären Berlin. Die finden dann aber nach 7 Minuten eine gute Antwort. Zach Boychuk, immer noch Boychuk, durch die Beine von Tobias Antschitzka rein ins Tor der Kölner Haie. Was für eine starke Leistung. Zunächst Köln im Vorwärtsgang mit Schütz. Dann verliert er die Scheibe, weil Nöbels dazwischen geht. Und Boychuk, der holt den Turbo aus dem Tank und legt die Scheibe ins Netz zum 1:0 in der 7. Spielminute. Nochmal die Gäste aus Berlin. Gute Chance für Leo Pföderl aus der Drehung mit diesem Schuss. Er trifft dabei die Maske von Tobi Antschitzka. Hier nochmals gut zu sehen. Das die ersten 20 Minuten. Serge Aubin hat aber einiges zu besprechen mit seiner Mannschaft, obwohl die 1:0 führt. Und dann passiert das hier vom Bulli weg. Ganz stark der Schuss von Ty Ronning. Zieht direkt ab. Guter Bulli von Byron. Scheibe geht nach hinten. Und dann Ronning ganz schnell. Und der Schuss unter die Latte. Was für ein perfekter Handgelenkschuss. Das 2:0, die 28. Spielminute. Und dann wieder Berlin. Klasse Zuspiel von Nöbels an den langen Pfosten. Zach Boychuk steht da und der muss sich nur noch bedanken. Zunächst Pföderl mit der guten Vorbereitung. Der Pass auf Nöbels. Und das Dreieckspiel funktioniert bei den Eisbären Berlin in der 33. Spielminute. Boychuk mit dem 3:0. 2 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Powerplay für die Eisbären Berlin. Und Leo Pföderl, der hat nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, hier den Puck unter Kontrolle zu bringen, zu schauen und dann einen perfekten Schuss abzulassen. Das 4:0. Für die Eisbären Berlin, die 38. Spielminute. Und dann haben die Kölner Haie in diesem zweiten Drittel noch gute Möglichkeiten. Zunächst von Grenier und dann von Schütz. Aber zweimal ist Hildebrand da und pariert. 40 Minuten gespielt, Uwe Krupp nicht zufrieden bislang mit der Leistung seiner Mannschaft. Das dritte Drittel. Köln versucht jetzt alles. Und Köln trifft dann auch mal durch diesen Schuss von der blauen Linie in der 45. Minute. Maxi Klötzl zieht da einfach mal ab. Zunächst geht die Scheibe aufs Tor, wird dann von Berlin nicht wirklich geklärt. Und hier Klötzl quasi aus der Drehung mit seinem ersten Treffer nach 90 Spielen ohne Tor. Der Anschluss für die Kölner Haie. Und die versuchen dann nachzulegen mit diesem Schuss, der zunächst gehalten wird. Dann ist die Möglichkeit da für Jason Bass, die 47. Spielminute. Das 2:4, der erste Saisontreffer von Jason Bass. Dietz mit der Vorbereitung. Hier wird dann eine Strafe angezeigt gegen Berlin. Aber Köln spielt weiter. Der Schuss von Schuster und dann landet die Scheibe bei Bass, nachdem Kammerer nochmal drankommt. Hier ablegt und Bass trifft den Puck perfekt in den Winkel. 7 Minuten noch zu spielen. Köln wirft alles nach vorne. Und hat diese Riesenmöglichkeit. Schuster zunächst und dann McIntyre mit dem zweiten Schuss, mit dem Rebound. Beide scheitern an Jake Hildebrand, beziehungsweise der zweite Schuss, der geht vorbei. Dicke Chance für Köln, die dann den Torhüter rausnehmen. Aber die Eisbären Berlin bringen den Puck in die Ecke. Patrice Cormier ist da und hat es dann letztlich einfach und stellt den 5:2 Endstand her. Sein zweites Spiel für die Eisbären Berlin in dieser Saison und sein zweites Tor für sein Team, Patrice Cormier. We played good at the end of the second, but yeah, we made a push in the third, but yeah, not enough today. Allgemein ein sehr gutes Spiel von uns, nicht einfach hier zu spielen in Köln.
Ich glaube, wenn man die Tabelle vorher betrachtet hat, war es absolutes Topspiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben sehr, sehr, sehr solide gespielt. Unser Torwart hat zum richtigen Zeitpunkt die Paraden gemacht, die wir gebraucht haben. Die Eisbären Berlin gehen zum 5. Mal in dieser Saison mit 1:0 in Führung in einem Spiel. Und immer gehen sie am Ende als Sieger vom Eis, gewinnen diesmal mit 5:2 verdient bei den Kölner Haien. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.